Herr Steingart, das war eine Rede mit Treffsicherheit, mit Ironie, mit tieferer Bedeutung, die ich nicht kommentieren will, aber drei Bemerkungen möchte ich doch hinzusetzen. Ist immer so. Ich erlebe immer viele Veranstaltungen, wenn dann über wirtschaftliche Entwicklungen gesprochen wird und die Politik dann auch ihren Teil abbekommt, dass es auch viele Bürger gibt, die selbst mit zu den Tätern gehörten, aber eine gewaltige Selbstabsolution betreiben durch Legitimationsdruck auf andere. Auch die Bürger saßen vor den Bankschaltern und verlangten hohe Renditen und erklärten Angestellten, die mir gesagt haben, wenn sie mir das nicht anbieten an Rendite, gehe ich eben zu der anderen Bank. Ich glaube auch nicht, dass die Staatsverschuldung allein von den Politikern so aus Laune eingeleitet worden ist, sondern die Art der Wählerbewirtschaftung in Deutschland und die Wahlkämpfer haben immer nach dem Motto stattgefunden, wer bietet mehr? Die Menschen haben die Wahrheit verlangt, aber gewählt haben sie oft die Märchenerzähler. Im Kern haben Sie einige Sätze geprägt, die ich hier unterstreichen will. Marktwirtschaft ist kein Beherrschungsvertrag. Es ist eine große kommunikative Ebene zwischen Menschen. Für mich ist es ein Stück ökonomische Zivilisationsidee. Und deshalb vertreten wir sie mit all ihren Stärken und Schwächen, mit all ihren Fehlläufen. Aber im Kern kommen wir immer wieder darauf zurück, was diese Zivilisationsidee ausmacht. Da mag manches schieflaufen. Ich wünsche auch keinem Bürger, dass er anstelle von mir im Bundestag gesessen hätte und sich hätte fragen müssen, ob beim Zustimmung zu ESM oder ESF er vielleicht auch, wenn er es unterlässt, Fehler machen könne. Denn die meisten Bemerkungen an die Politiker sind, wenn es schief geht, hättet ihr das nicht kommen sehen können, habt ihr das nicht vorher gesehen. Diese Problemlage wollte ich mich mit vielen Kolleginnen und Kollegen auch nicht aussetzen. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Gabor Steingart, für diesen zugespitzten, treffsicheren, mit Ironie versehen, auf tiefere Bedeutung abzielten Vortrag. Wünsche Ihnen selbst alles Gute, auch in Ihren Vorhaben und in Ihrer Arbeit. Und wir gehen jetzt zusammen noch einem Glas Wein oder was immer Sie trinken möchten entgegen und lassen die Rede sacken und unterhalten uns zusammen. Und der, Frau Burkhardt, bin ich Ihnen besonders dankbar, aber Sie sehen ja auch leidenschaftlich gerne Fußball. Der nachher es nicht aushält, kann auch rübergehen und das Stück Fußball sehen. Schön, dass Sie hier waren. Herzlichen Dank.